Liebe Freunde des gepflegten Motorsports, heute ist mal wieder ein Tag zum Feiern, denn wir haben eine Verabredung alle zusammen mit dem Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Über 500.000 Euro kostet dieses Fahrzeug, 770 PS. Und es ist für mich eine Skulptur des Automobilbaus. Befeuert wird dieser wilde Stier von einem V12-Saugmotor mit gewaltigen 6,5 Litern Hubraum. Der macht den offenen SVJ zum radikalsten Geschoss der Aventador-Baureihe. Dieses Auto geht genau wie der Miura, der Diablo, alle anderen Vorgänger in die Geschichte eines Automobilbaus. Und wir dürfen heute damit fahren. Das Problem ist nur, der Shell ist auch dabei. Ja, so ein Aufschneider, das gibt's ja überhaupt gar nicht. Matthias, Matthias, Heckantrieb haben alle lieb, oder? Kann man das so sagen? Ja, und Allradantrieb ist schneller. Kann man das so sagen? Nee, du schau mal her, McLaren 720S Spider. Ja. Seine Energie zieht dieses Projektil aus einem 4 Liter großen V8, dem zwei Turbolader Druck machen. Ist das eine Rakete? Ist das eine Rakete? Flügel? Turbo PS, Heckantrieb, Formel 1 Technik. Heckantrieb, ja. Wow. Ja. Weißt du, wie das Ding abgeht? Wir haben hier zwar Allrad, wir haben einen Sauger, aber das Ding ist eigentlich schon wirklich ein bisschen älter. Da drüben ist neueste Technik, Turbo. Wir haben nämlich zwar PS weniger, aber mehr Newtonmeter. Wir haben 250, fast 250 Kilo weniger. Das ist eine Rakete. Und deswegen würde ich ganz ehrlich sagen, der zieht dem jetzt sein Flügelkleid aus. Wir finden raus, welches ist das beste Hypersport-Cabrio. Genau. Los, bitte los. Genau, du findest das raus. Ich weiß nämlich schon. Ab geht's, Feuer frei. Vergiss es, Niki. Fünf Challenges warten heute auf Niki und Matthias. Und gleich die erste fordert die volle Leistung der Supersportler. Unsere erste Challenge ist das klassische Drag Race. Das ist mal so das erste Abtasten, die erste Duftmarke setzen. Das kleine Problem, was sich da auftun könnte, ist, dass der McLaren leider 250 Kilo leichter ist. Hier muss ich jetzt schon mal alles umstellen, dass wir dann auch fürs Rennen, fürs Drag Race wirklich top gerüstet sind. Ich schalte hier um, alles auf Track. Dann muss ich das Ganze hier aktivieren. Dann haben wir hier die Taste Launch und dann geht die Post ab. Welche Mittelmotorflunder sprintet schneller über die 402 Meter? Es geht nicht nur ums Gewicht. So, Niki, Heckantrieb gegen Allradantrieb, was hast du dazu zu sagen? Ja, ja. Gar nichts, ja, ne? Ja. Ja, es ist ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil also 720 PS, die auf dem Boden bei zwei Rädern zu bekommen, ist sehr schwierig. Also da bin ich mir mal sicher, bist du im Vorteil. Erste Ausrede. Aber wenn der Druck dann kommt, dann sollte ihm auch das wenigere Gewicht helfen, dass wir schneller nach vorne kommen. Wir wollen wirklich eins ausfahren. Ja. Yeah. Du hast keine Angst? Wenn ich so rüber schaue, ich schon. Drei, zwei, eins. Yes, baby, come on! Gib es! Los! Am Start leicht hinten, aber ich komme. Jetzt kommen wir. Yeah, baby! Nein, ihr kommt! Attacke! Ja, der Start vom Lambo war viel besser. Aber dann kommt der auf einmal angeschossen von hinten, als wenn er 100 PS mehr hätte. Wir kommen, Attacke! Yeah! Ich habe aber mehr Leistung. Ich flipp aus. Jetzt packen wir mal schön ein. Ein Depp vor dem Herrn.
Was soll das? Hey, Alter, bist du bescheuert? Das ist knapper, als wie das Rennen war. Kann man das so sagen? Ich bin zufrieden, aber ich war überrascht. Alter, du bist an mir vorbeigeflogen wie ein Kampfjet. Und ich dachte, ich sitze in einer 747. Während ich realisiert habe, was da gerade passiert, warst du schon vorbei. Ja, also du hast niemals 720 PS? Von den Nominen. Alter, ich schwöre dir, du hast mindestens 800. Das ist natürlich schon ein wahnsinnsrechter Fuß. Also der ist schön, schau mir das an. Also die waren nagelneu. Ich habe einmal drauf gedrückt, so sind die runtergeschliffen. So drücke ich aufs Gaspedal. Und das ist mal, Niki, wirklich... Ich habe durchs Carbon durchgetreten, ja, mit meinem rechten Fuß. Ja gut, du bist ja toll aufgestellt, du könntest ja noch ein paar Challenge mitmachen, oder? Nächste Challenge, ne, weißt du ja, werde ich gewinnen. Alles klar, dann fahr mal bitte weg, dass ich schöner einsteigen kann. Dass der Sieger auch genügend Platz hat. Der Punkt fürs Drag Race geht an Niki mit dem McLaren. Vier weitere Challenges warten auf die beiden. Und einer freut sich richtig drauf. Ja! Ja! Hey, Zweiradantrieb. Ich habe hier nur Zweiradantrieb. Aber das Ding marschiert nach vorne, dass es wirklich ein Wahnsinn ist. Alter Verwalter, das ist ja Wahnsinn. McLaren 720S. 720 PS. Damit tobt der Brite in nur 2,9 Sekunden auf 100. Für unseren Testwagen sind rund 350.000 Euro fällig. Aber das relativiert sich gegen den Lambo von Matthias. Der kostet 560. Und 210.000 ist ein Riesenbatzen. Der Aventador ist einfach das Abgefahrenste vom Abgefahrenen. 800 Stück, so ein Auto werde ich sehr wahrscheinlich nie wieder in freier Wildbahn sehen. Das ist so ein brutales Messer, dass alles zu spät ist. Das Einlenken, die Wechselkurve, die Traktion aus der Kurve raus. Ich gebe hier Gas. Und es geht einfach nur nach vorne. Bam! Wir haben 770 Pferdchen, 720 Newtonmeter Drehmoment. Er geht in 2,9 Sekunden von 0 auf 100. Und das alles zum Preis von, festhalten, über 563.000 Euro. Jetzt geht's erstmal auf die Autobahn. Du kannst dir vorstellen, was ansteht. Leistung wollen wir sehen, Durchzug 100 auf 200. Und dann geht es natürlich darum, wir haben ja Dach weg, ne? Also Geräuschpegel und dann natürlich unsere schönen Haare. Du bist soweit? Ja. Feuer. Ah, wenn der Druck einsetzt, ist halt schon brutal. Das ist Wahnsinn. Wir haben 100 bis 200 gebraucht, 4,595 Sekunden. Alter! Es ist jetzt an den Haaren, wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich, dass wirklich dran gezogen wird. Aber es fühlt sich noch nicht so brutal an, als ob ich mir gedacht habe. Es ist in Ordnung. Ich muss vielleicht schauen, ich bin ja doch schon im Alter, wo die Dinger dann noch nicht mehr so halten. Also nicht, dass jetzt da oben dann gleich schon alles freigelegt wird. Also das wäre wirklich sehr schade. Sollen wir 100, 300 machen? Wir probieren es einfach mal. Auf der freien Autobahn starten Niki und Matthias ihre zweite Messung. Was denn alles in der Welt ist das? Was ist das? Das sind 17,5 Sekunden von 100 bis 300. What?
Alter Schwede, das ist richtig, richtig heftig. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das überboten wird. Unterboten? Unterboten, ja. Die Frage ist jetzt, genau. Ist meiner schneller oder ist deiner schneller? Ganz genau. Einsteigen. Darf ich reinkommen? Komm rein bei mir, es geht los und zwar so richtig. Alter Verwalter. Alter Verwalter. Ja! Yeah. La, 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 la. Meine Haare! Was ist mit deinen Haaren? Der reißt die Haare vom Kopf! Alter Verwalter! Wenn du da unter der Autobahnbrücke durchfährst, Alter, das bricht zusammen, das Ding! Also das ist Rennsound vom Allerfeinsten. Auch der Lambo muss zuerst beim Durchzug von 100 auf 200 abliefern. Was bist du 5,9 gefahren, ne? 4,59. Das kann nicht 4,59. Sein. 4,59. Da müssen wir uns jetzt einfach mal ein bisschen lang machen hier, mein Schatz. So, die Maschine ist eingeschaltet im Feuer. Also, mehr Musik, mehr Sound, mehr Emotionen, 100% Gänsehaut. Das ist ja die italienische Seele, meine Freunde. Ja, das ist sie. Aber wir sind über 6 Sekunden. Über 6? Ja, 6,05. Ja, okay. Schneller ist er nicht. Er wird nicht mehr schneller. Aber wir können ja auch noch die 100 auf 300 probieren. Ja? Ja. Jetzt können wir fertig. Alter, 300 fahren offen und du brauchst nicht mehr zum Friseur gehen, ne? Ist alles abgerissen. Ja. Ist alles abgerissen, was zu lang war. Da musst du wirklich, also, es ist wie Lifting, also es zieht einem hier so auch ein bisschen hoch. Weil er, Sag die Zeit, Niki. Ja, es war gut, aber halt nicht gut genug. 20,36 Sekunden. Also das sind 2,8 Sekunden langsamer. Aber, oh, aber es aber. Fühlt sich an, wie wenn der Wilden schneller ist. Ja. Es fühlt sich einfach an, wie keine Chance, der bügelt es. Ja. Und dann musst du da wieder drauf schauen, siehst du, nee, kann er nicht kriegen. Wir sind besser. Okay, also ich sag mal so, Highspeed auf der Autobahn, egal ob 100 auf 200 oder 100 auf 300, ist der McLaren schneller. Ja, Punkt geht an Niki. Der setzt sich im Leichtbau-Briten mit 2:0 ab. Der Aventador muss jetzt den Anschlusstreffer machen. Bei der nächsten Challenge geht es für die beiden Sportskanonen raus aus ihrer Komfortzone. Wer macht im Alltagscheck seinem Piloten das Leben leichter? Zwei Tests entscheiden hier über den Punktgewinn. Test 1. Bei wem geht das Verdeck schneller runter? Herr Matthias, muss man ganz ehrlich sagen, unsere beiden Geräte geschlossen schauen sie auch nicht schlecht aus, oder? Wunderbar. Das Dach muss auch wieder runter, oder? Ja. Auf die Plätze, fertig, los. So. Das da erstmal abmachen. Matthias, wieso sitzt du nicht ins Auto rein? Weil ich nicht ins Auto muss. Ist schon offen. Ich bin fertig. Ja, aufräumen alles. Ich war vor dir fertig. Gut, ich muss es natürlich noch wegräumen, weil wir wollen ja wahrscheinlich auch noch fahren. Diese beiden Teile sind natürlich nummeriert. So, 2 und 1. Matthias, warst du zum Flohmarkt oder was machst du mit den Sachen da? 2 und 1. Wir können auch zwischendurch mal wieder zumachen. 1. Warte mal. Wo ist denn jetzt die 1 hin? Da ist die 1. Bei mir geht schon die Batterie im Keller, so oft habe ich es auf und zu gemacht. Also das kann so nichts werden. Ja, Gott schütze uns vor Eis und Wind.
Ja. Und Autos, die aus England sind. Und wieder mal auf. So, und jetzt kommt das da rein. Jetzt müssen wir natürlich ganz vorsichtig sein. Ja. Also bei dir ist immer sagen, ich kann nicht öfters rumfahren, mir wird schon ganz schwindelig. Jetzt noch schnell die Arretierung hier. Arretierung. Jawohl, meine lieben Grip-Zuschauer. Das war jetzt gefühlt das 5., 6., 7. oder 8. Ready Mal. To go! Teil 2 der Alltagschallenge. Wie steht's um Ablagefächer? Ich habe hier das Tour-Paket extra geordert. Und da hat man hier einen Cupholder. Ah, einen? Passt, oder? Und den anderen trinkt man dann mit einer Hand die ganze Zeit, oder was? Ja, klar. Ja, klar. Wer da den Cupholder hinmacht, ne? Ja. Also entweder du fährst, ich komme nicht hin. Ja, aber ich komme nicht hin. Ich komme so hin. Das ist fast aber es ist wirklich, also da den Cupholder hinzumachen, ich hätte ihn eher da rechts hingemacht. Das Einzige, wo man hier irgendwas verstauen kann, ist das da hinten. So. Okay. Das ist das Einzige. Dann gibt es hier noch ein kleines Fach. Das passt da rein. Okay. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Das war's. Aber mehr kann man in diesem Fahrzeug nicht mitnehmen. Und Smoky-Toki? Doch, doch, doch. Ich habe noch ein zweites Fach. Deine Hosentasche. Ja, da haben wir auch noch was. Da hinten, da kann man noch eine Sonnenbrille unterbringen. Jetzt gehen wir doch mal zu meinem. Hast du ein normales Handschuhfach? Ich habe in der Mittelkonsole, schau mal her, habe ich das Fach der Fächer, wie man es normal braucht oder kennt. Ach, das Fach. Da kann man da in der Mittelkonsole schon mal einiges reinlegen. Dann geht's weiter. Die Nummer 1, die Nummer 2. Dann geht's los. Mein Telefon kann ich hier hinlegen? Das Telefon, ja. Das ist Telefon, das habe ich immer da bei mir hinten drin. Um die Abkürzung zu finden, würde ich ganz ehrlich sagen, also in Sachen Alltag ist das wirklich up to date. Aufzumachen bis 50 km/h, top. Der Punkt geht an den McLaren und da gibt es leider keinen für die Alltagskraft. Ja, herzlichen Glückwunsch, der Punkt ist alles für dich. Alles klar, das freut mich jetzt. Alltagstauglicher ist der McLaren, herzlichen Glückwunsch. Jawohl. Wow. Mir geht's besser. Ab zur nächsten Challenge. Der McLaren legt schon wieder einen drauf beim Vergleich der Hypersport Cabrios. Wird das etwa die erste zu Null Klatsche für Matthias? Niki, du bist noch hinter mir? Ich habe schon schwitzige Hände, aber nichtsdestotrotz, ich bin hinter dir. Die Grip-Spaßmacher auf dem Weg zum Dezibel-Test. In der Tiefgarage gibt's ordentlich was auf die Ohren. Ach du Schande. Ich finde das schon mal eine Scheiß-Challenge, das sage ich dir schon gleich. Grutze, fix, Grutze, fix, Grutze, fix. Holt sich Matthias mit dem V12 Radau des Lamborghini seinen ersten Punkt? Auf der Autobahn hat der Sound jedenfalls überzeugt. Oder schlummern im McLaren noch versteckte DB-Reserven? Oh. Niki, ich habe ein bisschen was aufzuholen. Ja. Es geht um Sound. Jetzt willst du alles auf einmal machen. Wer ist der Lauteste? Hier in der Garage. Du fängst an. Okay. Ich starte das Gerät. Einmal einschalten. So laut wie du kannst, ne? Wie ich kann oder das Fahrzeug? Wie so laut wie das Fahrzeug kann. Warte. Er läuft. Okay. Ich sag mal so, Niki, 118,8 dB ist ultra krass. Das ist also schon mal nicht schlecht. Ich hab's so auf Gürtellinie gehalten und einfach so ne, von hier einen Meter weg. Okay. Ehrlich gesagt, der Sound war okay. Ich fand jetzt den Effekt gar nicht so groß mit der Tiefgarage, aber ich glaube, das könnte jetzt noch ein bisschen anders werden. Ich werde mich von weiter weg anpirschen bei deinem. Gar nicht, du stehst hier. Ja, das platzt mir das Ohrwaschtel. Ich muss jetzt erst einmal schauen, wo da die Feuermelder sind, weil jetzt glaube ich, wird wirklich alles. Ich habe mich um alles gekümmert, Niki. Da oben ist schon meine Trompete. Ich denke, spätestens die wird jetzt um Alarm schreien. Ich habe mich um alles gekümmert, es ist alles ausgeschaltet. Wir können richtig feuern. Und Polizei kommt auch nicht vorbei. Nein, alles gut, Niki. Okay, gut. Also, wir hatten 118, das gilt zu toppen. Ah, ich muss mich ganz kurz fertig machen. Das geht noch. Okay. Oh,
Flammen! Das sollte reichen. Alter, wie laut? Die Reinigung zahlst du. Wie laut ist das bitte? Du kannst nur mal weiterreden, weil das toppt niemand. 125,6. Das ist vergleichbar mit der Lautstärke eines startenden Kampfjets. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Flammen waren Wahnsinn. Also Flammen? Alles, ja. Da sind Flammen rausgekommen? Nein, es ist Es ist Sound und es ist ein sehr verdienter Punkt. Es ist ein sehr verdienter Punkt, weil es ist nicht Lärm, sondern es ist Musik. Mega. Das kannst Musik. Du anhören die ganze Zeit. Du stehst dort, schau her, du stehst dort mehr. Und wenn jetzt da wirklich zwei in jedem Eck einer abfeuert, du drehst durch. Also das ist, da kann man auch gerne verlieren, weil das ist High-End, das gibt's nicht zum Überbieten. So was Geiles gibt's nicht nochmal, muss ich ehrlich sagen. Das 12-Zylinder-Inferno bringt Matthias seinen ersten Zähler. Ein Malmedy gibt niemals auf. Jetzt quetschen wir die Dinger richtig aus. Das war schon alles richtig heftig, was wir gemacht haben. Genau. Jetzt kommt 1500 PS auf den Track, mein Freund. Und Feuerfrei. Dann mache ich dich richtig nass. Ja, das glaubst du doch. Du das glaubst Allrad und 50 PS gut, mehr, mein Schatz. Allrad könnte sein, aber ich bin mir nicht sicher. Immer dieses Prollen bei dir. Ja. Aber Matthias, yes. Matthias, jetzt wird dein Prollen nämlich vergehen, weil Race ist angesagt. Und wir haben das Race jetzt eben ein bisschen umgebaut. Den Flugplatz hier in Menning, das kennst du ja. Wir haben hier eine Mega-Landebahn. Die ist 1,7 Kilometer oder sowas. Und wenn wir mit diesen Hammerteilen hier wirklich auf den Kleinkrims rumfahren, das ist falsche Welt. Die brauchen einen Auslauf, wir hauen einen raus, volle Kanone bis dahinter. Dann einen Wendepunkt. Ich denke, wir werden so um die 300 drauf haben, voll in den Anker. Niemals haben wir da 300 drauf. Deiner vielleicht nicht, meiner, das haben wir ja gesehen. Aber okay, Alter. Ich fahre dahinter und dann geht es hinten rum. Und dann beim Zurückfahren geht es in die Spange rein. Und dann fahren wir das Ganze und dann nochmal voll Karacho da durch. Also ich glaube jetzt nicht, ganz 300 werden wir nicht aufbringen. Der schnellste Mann gewinnt. Es geht dann nicht nur um das Auto, sondern jetzt zählen auch die fahrerischen Skills. Genau, das ist jetzt von dem her natürlich so, muss ich jetzt vielleicht auch sagen, bei Geschwindigkeiten über 270, 280 immer voll in die Eisen reingehen. Da ich ja eigentlich nur immer so Kleinwagen teste und du ja unser Herrgott bei Grip bist und diese Hammerhobel fährst, deswegen wirst du natürlich etwas leichter tun. Aber ich werde meinen linken Fuß, wenn ich in die Eisen gehe, da ein bisschen zurückhalten und dann werde ich schon hinbringen. Denke ich mal. So, wer fängt an? Ja, ich würde ganz ehrlich sagen, deiner steht ja schon da. Und es kann sein, dass dein Fahrzeug und du ein bisschen bei den Punkten weiter hinten sind. Brauch gar nichts erzählen. Ich schmettere dich jetzt weg, Niki. Bitte nehmen Sie Platz. Ja, in den komfortablen Sitzen. Also Niki, ehrlich gesagt bin ich jetzt noch ein bisschen nervöser, als ich sonst bin. Wir fahren hier geradeaus nochmal. Ich weiß, wir fahren da geradeaus, aber ich meine, die Reifen warm. Weil das bringt ja nichts, da aus dem Stand da mal hinzubremsen. Ja, wenn, dann müssen wir aus dem Highspeed dahin bremsen. Alter Verwalter. Also ich sag mal so, Niki, handlingmäßig, das ist so eine krasse Waffe. Du kannst den hier in dem S. Kannst du den so krass hin und her werfen, sehr wenig untersteuern, wenn man es nicht komplett bescheuert übertreibt, für ein Allradfahrzeug. Also das ist schon echt gut gemacht. Und deswegen sage ich mal so, ich sehe da keine Probleme. Sehr schön, Herr Malmedy, sehr, sehr schön. Nach dem Warmfahren hat Matthias nur eine schnelle Runde, um seine Zeit zu setzen. Okay. So 40, so 50, so 60, so 70, 80. Knapp 300, wir hatten knapp 300. Wir hatten knapp 300. Wow. Ja, das war perfekt getroffen. Come on, baby. Alter, wie das Ding hämmert.
Komm, Baby, schön sauber rein da. Verdammt, der fährt super. Verdammt, der Axt. Ja, das läuft nicht schlecht bis jetzt. Oh. Er tänzelt so richtig, aber er hat immer Schub drauf. Und das liegt so übertrieben. Oh, oh, oh. Geil. Der macht es sehr gut, unser Matthias. Bam! Alter, was für ein Ritt. Ein mega geiler Ritt. 1,30, 1,50. Also nichtsdestotrotz, ich konnte nichts finden, wo eigentlich ein großer Fehler war. Der Bremspunkt war perfekt. Der war hundertprozentig mega. Ja. Scheiße, der war so geil. Dann jetzt wieder zurück, auch das Einbiegen war super. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Runde. Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch obwohl ich der Gegner bin, bin ich eher unzufrieden, weil es sehr gut war. Das blaue Monster ist sackenschnell, ich weiß. Aber du musst es erstmal umsetzen in den Kurven, Niki. Das ist es. Weil Traktion hat dieses Biest hier zu 100%. Genau. Yes! Eieieiei. Ja, ich sagte Matthias, sehr das gut ist gemacht. Wirklich, du am Scheitelpunkt gibst du Gas und du gehst wie auf Schienen. Bam, feuert es hier. Du musst immer ein ganz bisschen gegensteuern, ne? Mal ein bisschen untersteuern, das ist so ein bisschen im Wechsel. Aber grundsätzlich fährt das Ding brutal gut. Ja, schau mir deine Bremse davon an. Ja, die hat gearbeitet, Niki. Ja, genau, so schaut es aus, wenn man mit 292 da vorne in die Eisen geht. Das waren 292, ich schaue immer so rüber, und mit einem Auge nach vorne. Also es ist schon so ein Wechselspiel, aber es war auf den Punkt getroffen. Der Bremspunkt war auf dem Punkt, muss ich ganz so ehrlich sagen. 1000%. Genau, und durch sowas kommt natürlich dann auch eine super Zeit zusammen. Von? 1,30, 1,50 hatten wir jetzt hier. Hat sich sehr gut angefühlt, aber was es wert ist, wissen wir erst, wenn du gefahren bist. Ganz genau. Ja? Wir haben ja alles auf Dreck. Was war das? Da gehen ja nur die Hinterräder durch. Was war das? War das Wheelspin, ja? Aber Vollgas. Der Pfeile war es Wheelspin. Oh, Niki, mir ist jetzt schon schlecht. Was soll denn das? Ja, Reifentemperatur. Wir haben gerade gegessen. Ja. Das war dann irgendjemand. Wir müssen natürlich auch mal Mittagessen. Das mussten wir natürlich vor. Oh Gott. Mussten wir natürlich vor dem Rennen machen. Also ich sag mal so, langsam fühlt sich das nicht an. Und zwar überhaupt gar nicht. Die Bremse geht besser, als mein Kopf denkt. Aber krass. Auch für Niki gilt, es gibt nur eine schnelle Runde mit dem McLaren, um die 1 Minute 30 von Matthias im Lambo zu schlagen. Also angebremst ebenfalls bei 298 Stundenkilometern laut Tacho. Brutal, wie er rausbeschleunigt. Hinterräder haben ordentlich Traktion. Also das war heftig jetzt gerade. Oh, ist an die Grasnarbe ran. Alter, das ist so krass. Wie viel Schmalz das Auto hat, das ist nicht mehr normal. Er geht aus Gas und dann ist nur noch vorne. Das ist auf einem Level. Das ist echt unnormal. Jetzt schon wieder mit 170 hier angebremst. Man sieht es am Niki leicht entspannten Gesicht. So entspannt habe ich dich ja selten gesehen, Niki. Ein bisschen zu viel Quergesteh, würde ich sagen. Und nochmal. Komm mal. Mehr geht nimmer von den Reifen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Gott im Himmel, ich hatte Bammel, dass ich jetzt wirklich verkackscheißere, weil das Auto so gut ist. Das Auto ist so gut und ich dachte mir, der blöde Schelle vereiert es wieder mal. Warum denn? Aber ich muss dir jetzt ganz ehrlich sagen, der sagt da vom ersten Mal, da, Feuer, ja.
Feuer! Und der Punkt und so. Du siehst zwar, dass ihr einen Driftwinkel weniger machen müssen. Scheiß drauf, es muss der Spaß auch dabei sein. Und ich hatte einen brutal dermaßenen Spaß. Wie geil, was ein absolut geiles, wahnsinniges Fahrzeug. Das war allererste Sahne, Niki. Danke, danke, danke. Es ist also von dem her wirklich unglaublich, was dieses Auto abliefert. Und wie war jetzt die Zeit nochmal vom 1,30? 1,30, 1,5 habe ich abgelesen. Was hast du denn bei diesem schönen blauen 1,26,6, 3,5 Sekunden bist du schneller. 3,5 Sekunden. Damit, lieber Niki, steht fest, du hast die ganze Nummer gewonnen. Genau, 4:1. Die letzte Challenge hat auch noch mal einen Punkt gebracht. 4:1. Das ist der beste offene Supersportswagen. Mein McLaren! Supersportswagen. Ja, das kann man, da können wir noch was wagen. Ja, ich bin so verliebt. Die Strecke ist noch mir. Ich werde jetzt die Reifen abzünden. Es werden Rauch, Nebelschwaden werden hier sein, dass wirklich kein Flieger in der nächsten Zeit. Ich bin so verliebt in dieses Fahrzeug. Englisches Essen oder Spaghetti oder Pizza. Was nehmt ihr? Ist ja logisch, nehme ich die Pizza, oder? Matthias, ich fahr weg. Ciao bello. Ciao bello.